Rocksteady! Danke, Rheinbach! Ihr wart super! Viel Spaß gleich mit Arrowhead und Foreigner! Über 3000 Zuschauer waren zum Auftakt der diesjährigen Rheinbach Classics gekommen, um das Konzert der weltbekannten Gruppe Foreigner anzuschauen. Ernst Ludwig Harz, der auch Veranstalter des Bonner Kunstrasens ist. Ja, da haben wir lange dran gearbeitet, dass Foreigner im Rahmen einer Europatournee das einzige Gastspiel in Rheinbach gibt und nicht in einer der Großstädte Bonn oder Köln. Und es hat auch geklappt und wir freuen uns, dass sie jetzt heute Abend hier sind und ihre Hits den Rheinbachern darbieten werden. Bürgermeister Stefan Rätz ist guter Laune. Ja, die achten Rheinbach Classics bei richtig gutem Wetter. Wir freuen uns wieder. Das ist das typische Rheinbach Classics Wetter, wie wir es in Rheinbach gerne haben, wie wir es öfters haben. Und heute mit Foreigner gestartet und sicherlich ein besonderer Highlight gleich zu Beginn. Und wir freuen uns. Für Center TV stand uns Kelly Hansen, der Sänger der Foreigner, zu einem Interview bereit. Was hat dich inspiriert, in Rheinbach auf eurer Tour einen Stopp zu machen? War es die Oldtimer-Show? Ich denke, nachdem wir die Band 2005 neu formatiert haben, kamen wir nach Europa und nach Deutschland und wir denken, dass Deutschland richtig gut für uns war. Mehr und mehr Auftritte hier und eine ständig wachsende Zuhörerschar. Wir sind sehr froh darüber. Really great for us and the shows. We've got more and more shows and playing to more and more people. So it's just kind of part of that process and we're really happy about it. Welche Länder habt ihr schon auf eurer Tour besucht und welche werden es noch sein? Wir werden in Frankreich sein und in der Nähe von der Schweiz. Eine Menge Auftritte in Deutschland. Wir hatten schon eine Menge Auftritte in Südamerika und in den USA, also sehr viel überall. Hier in Deutschland. Sind die Deutschen ein gutes Publikum für euch? Deutsche sind klasse. Sie sind großartige Rockfans, nicht nur für Foreigner. Sie sind großartige Musikliebhaber. Sehr viele schöne Open-Air-Festivals, das ist das, was wir hier so gut finden. In der schönsten Zeit des Jahres. Gutes Essen, klasse Leute, tolle Festivals. Werden wir hier in Rheinbach all die großen Hits von Foreigner hören? Ihr werdet die meisten Hits hören, aber es ist leider nicht genug Zeit, sie alle zu spielen. Auf der Bühne vor Millionen von Fans. Does it feel like the first time? Fühlt es sich wirklich noch wie das erste Mal an? It always does. You know, es tut es immer. Wenn wir mit den gleichen Musikern spielen, die gleichen Songs spielen, bedeutet das nicht, dass es immer das Gleiche ist. Denn jede Nacht ist unterschiedlich, das Publikum ist unterschiedlich, das Ambiente ist unterschiedlich. Jeder Tag ist daher unterschiedlich. Zusätzlich ist das die Aufgabe von uns, die unterschiedlichen Songs gut mit Konzentration und Gefühl rüberzubringen. Different. Plus there's also the very real challenge of doing the songs correctly and giving them the justice that they're due. That's a lot of effort and concentration for me too. So. Gibt es da noch irgendetwas, was du direkt in die Kamera zu deinen Fans sagen willst? Ich liebe unsere deutschen Fans. Bitte rockt mit uns. Ihr werdet eine gute Zeit haben. Das verspreche ich euch. Aber der neue Sänger von Foreigner, der ist der geilste. Und das wird heute Abend so eine geile Show. Yeah! Foreigner! Es war wieder mal ein tolles Konzert auf dem Himmelruder Wall, von dem man noch lange in der Voreifel erzählen wird.